Alfs Wurstknödeln aus Kartoffelteig. Benötigte Zutaten für 10 Portionen sind 1 Kilogramm mehlig kochende Kartoffeln, 2 Eidotter, ca. 250 Gramm griffiges Mehl, Pfeffer, Muskatnuss und etwas Salz. Die Kartoffeln in gesalzenem Wasser mit der Schale weich kochen. Herstellung: Wurstknödel füllen. Benötigte Zutaten für ungefähr 10 Knödeln sind entweder mehrere Wurstreste oder nur eine Sorte. Ich habe jetzt da gemischte Wurstreste aus dem Kühlschrank, ungefähr 300 Gramm. Dann brauche ich noch ungefähr 100 Gramm Zwiebel und Knoblauch. Zwiebel fein schneiden. Und eventuell in etwas Öl anschwitzen. Die Wurst ein wenig zusammenschneiden. Jetzt wird die Wurst verschiert oder gekuttert. Dazu mischen wir die Wurst ein wenig durch. So, jetzt kurz ein wenig kuttern. Eventuell ein bisschen Zucker. Gekutterte, gehackte oder faschierte Wurst in eine Schüssel geben. Jetzt gehen wir den angeschwitzten Zwiebel zur Wurst. Etwas Knoblauch, ist ungefähr so eine Zehe, wird das sein. Salz braucht man im Normalfall nicht, weil die Wurst eh so würzig ist. Dann verrühren wir das Ganze. Aus unserer Wurstmasse formen wir jetzt Kugeln. Am besten geht das mit leicht befeuchteten Händen. Die Kugeln sollen natürlich möglichst gleich groß sein. Wie versprochen, 10 Stück. Die 10 Stück gehen wir jetzt kurz in den Tiefkühler, bis unser Erdäpfelteig oder Kartoffelteig fertig ist, weil das erleichtert uns nachher dann das Formen der Knödel. Wenn die Kartoffeln weich gekocht sind, seihen wir das Wasser ab und lassen die Kartoffeln überkühlen. Ganz wichtig hierbei ist, dass sie nicht mit kaltem Wasser abgekühlt werden, weil sie sich sonst mit dem kalten Wasser ansaugen. Wenn die Kartoffeln etwas überkühlt sind, können wir mit den Schälen beginnen. Wenn die Kartoffeln noch zu heiß sind fürs Schälen, können wir diese auf eine gefaltete Küchenrolle geben. Jetzt pressen wir die Kartoffeln durch die Erdäpfelpresse.
wir teilen den Kartoffelberg in zwei Teile und machen ein Mehlhäufchen mit griffigem Mehl, ungefähr so viel wie eines der beiden Häufchen. Wir verwenden griffiges Mehl für alle Speisen, die im Wasser gekocht werden, eben wie Knödeln oder auch Nudeln, wird griffiges Mehl verwendet. Dann geben wir die Eidotter dazu. Wenn wir mit Eiern arbeiten, müssen wir immer aufpassen. Da gibt es eine gewisse Salmonellengefahr. Deshalb müssen die Eierschalen sofort entsorgt werden. Etwas Pfeffer. Und Salz. Jetzt kneten wir den Teig rasch zusammen. Die Mehlmenge kann variieren. Das hängt immer vom Anteil der Stärke in den Kartoffeln ab. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Mehl dazu, nur so 50 bis 80 Gramm. Ergibt man immer noch ein wenig zu viel und dann arbeite ich den Teig noch einmal ab. Aus dem Erdäpfelteig formen wir jetzt eine Rolle. Wir machen uns ein kleines Häufchen mit griffigem Mehl. Dann versuchen wir, den Teig in möglichst gleiche Stücke zu schneiden. Auf die flache, bemehlte Hand gehen wir den Erdäpfelteig, nehmen die vorgefertigte Wurstfülle und schließen diese gut ein. Abdrehen und weglegen. Bevor wir unsere Wurst, Fleisch oder Gammelknödeln einkochen, wälzen wir sie noch einmal in griffigem Mehl. Die weiteren erwähnten Knödeln werden nach demselben Schema gefüllt. Jetzt können wir sie ins kochende Wasser einkochen. Wir bewegen sie gleich, dass sie sich nicht am Boden anlegen. So lassen wir die Knödeln für ca. 12 Minuten dahin köcheln. Die fertig gekochten Wurstknödel werden entweder sofort angerichtet oder wir kühlen sie mit kaltem Wasser sofort ab. Knödel richten wir am besten mit einer Schweinsbratensauce an. Als Beilage dazu passt wunderbar warmer Krautsalat oder Sauerkraut. Die Herstellung der beiden Beilagen findet ihr in anderen Videos von mir.